So, halli, hallo und Hallöchen zusammen. Opi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, der reine Wahnsinn. Weiter geht's mit eurer Post. Guckt euch alleine schon wieder den Umschlag an. Boah, ich, ne? Ich flipp aus. Gott, wie goldig ist das denn? So, so zuckersüß. Mein Gott, hier sitzt ohne Zähnchen und hat hier Rupi-Post im Mäulchen mit Herzele. Guckt euch das an. Ist das nicht unfassbar zuckersüß? Jetzt sogar ohne Zahn hingeschrieben und hier sogar signiert. Guckt es euch an. Herzele ist auch signiert. Ist das nicht lieb? Ist das nicht unfassbar zuckerlieb? Und das Blättchen. Klasse. Gott seid ihr goldig. Und dieser Brief, dieser unglaubliche Brief, kommt von der lieben Sophia H. mit Smiley und 13 Jahre alt. Der Hammer. Oder 13 Jahre jung, ne? Das passt doch besser. Und das hier ist übrigens meine Postadresse, ne? Wenn ihr mal da Post hinschickt, dann dauert es immer ein bisschen, bis es zu mir kommt. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall gerne eure Post hinschicken. Ich freue mich über alles, was ich bekomme. Ich kriege nur nette Post. Das ist so, so, so goldig, so lieb. Und mein Gott, wie gut, wie toll fängt das schon wieder an. So, so Zucker. Das geht schon wieder so hammermäßig los. Da sage ich immer, das reicht eigentlich schon. Ne? Ich freue mich da so dermaßen drüber, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja. Und auch das wird natürlich seinen Weg finden in die Rupibolz Unendlichkeitspost. Denn ihr wisst ja, wenn es irgendwann mal klappt, dass ich ein Museum habe mit all meinen Figuren, dann gibt es auch eine riesen Postecke mit allen euren Zeichnungen etc. bla bla bla, der absolute Hammer. Schon allein das ist ein eigenes Museum. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So, vorsichtig, Moment, auf die Rückseite gucken. Na, da steht nichts drauf, ist auch nichts drauf gezeichnet, das reicht auch. Und der Umschlag ist richtig, richtig dick. Boah, guckt euch das an, ich muss das mal hier... Ich habe schon geöffnet, habe natürlich wie immer nicht reingeschaut. Jetzt ziehe ich es mal hier vorsichtig raus, nicht dass da eine Adresse draufsteht. Ja, dann kann ich es euch auch zeigen oder mit euch durchlesen hier. Guck, 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 guck. Das ist Wahnsinn. Das ist irre. Mein Gott, Sophia, das ist... Boah, danke dafür. Ne? So, dann würde ich sagen, das tue ich auf die Seite. Und ja, dann lasst uns mal den Brief hier zusammen lesen. Auch hier ist schon wieder das Herzle drauf. Das ist nicht goldig. Hier guckt Oni auf der Seite rein. Sturmi ist auch mit von der Partie. Oh, guckt euch den Augenaufschlag an, ne? Super cool. Und hier, Hakenzähnchen liegt hier und schläft, ne? Schnarch. Klasse. Und hier haben wir auch noch Schwänzchen von Fleischi. Also, was schreibt sie denn? Lieber Rupi, mit Herzele, sehr gut. Bolz, nach circa einem Jahr schicke ich dir nun wieder Fanpost. Natürlich ist wieder ein Paket dabei, aber genug vom Paket, mehr zum Brief. Okay, also ich bin sehr gespannt. Endlich gibt es eine Fortsetzung von Wings. Hat sie Flügelchen gemalt. Falls du meine Serie noch kennst, natürlich. Hallo, was werde ich nicht kennen, ist doch klar. Naja, eigentlich ein Comic, der die Story von Anfang an erzählt. Der Comic ist zwar als erstes in meiner Reihenfolge, ja, natürlich wieder eine Reihenfolge. Ach, PS, diesmal sind es 28 Bilder. Guckt's euch an, klasse. Aber du kannst ihn auch ans Ende setzen. Es sind wieder ein paar Bilder von den Charakteren dabei. PS, bei manchen Bildern steht auf der Rückseite was drauf. Gut, gucke ich mir auf jeden Fall an. Nach Wings kommen, Punkt, Punkt, Punkt. Hakenzahn, geh weg. Ich brauche Platz zum Schreiben. Klasse Idee. Das ist ja schon ein Comic, ne? Hammer. Du kannst woanders schlafen. Naja, dann muss ich wohl auf der Rückseite weitermachen, okay? Zack. Ach Gott, hier, guckt Fleischi rein. Goldig, oder? Ist das nicht mega goldig? Klasse. Und Gott sei Dank hat sie auch nicht vergessen. Super, super. Und hier sogar auch noch das Schwänzchen. Der Hammer. Also, manchmal nach Wings kommen dann ein paar Fantasy- und Langeweile-Zeichnungen. Ein paar niedliche Bilder und was Gruseliges sind, ist dabei. Bitte spreche über meine Bilder. Ich möchte wissen, ob ich mich gesteigert habe. Natürlich keine 3 Stunden. Okay, also ich fasse mich kurz. Gut, ich fasse mich kurz. Wenn du es möchtest, dann mache ich das gerne. Sonst wird das Video zu lang. Klaro. Ja, kann sein, es wären 2 Teile oder 3 oder 4 oder 12. Ich kann es euch nicht sagen, ne? Nach diesen Zeichnungen kommen ein paar Dinos. Yay! Apropos, in dieser Post habe ich nur mit Bleistift und Filzi bzw. Fineliner gearbeitet, also keine Farben. Ich hoffe, es gefällt dir trotzdem. Ja, natürlich.
Ach ja, wie könnte es auch anders sein? Eine Spaßzeichnung ist auch noch vor den Dinos. Lach, bäm. Nach den Dinos kommen dann meine 3 bzw. 5 Lieblingsbilder. Das wär's zum Brief und den Bildern. Ich weiß, es ist nicht so gut wie bei anderen und ja, es ist viel, aber damit möchte ich dir zeigen, dass du es sowas von verdient hast. Oh, danke schön, Herzele, guckt's euch an. Viele Grüße an Kathi und Uko, mache ich richtig aus. Du bist einfach toll, Rupi. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß, lieber Rupi, deine Sophia. Oh, mit nochmal ganz vielen Herzele, ne? Und goldiger Smiley. PS, bin jetzt 13. Mein Gott, Kinder, wie die Zeit vergeht, ne? Der absolute Hammer. Okay, ich mach schnell. Auf jeden Fall ist das ganz, ganz goldig gezeichnet. Auch wenn du schnell gezeichnet hast, ich finde es toll. Und ich gucke sie mich auf jeden Fall noch in aller Ruhe an. Gut, also dann fangen wir mal an. Und hier kommt Wings, das Comic. Aber ich weiß nicht, du weißt ja, normalerweise mache ich Comics immer extra, ne? Ah, mal gucken, warte mal, wie viele Seiten sind es? Und hier und das. Okay, ja, nee, komm, hier, lasst uns das kurz angucken, aber ich werde das Comic noch in ein extra Video machen, auf jeden Fall. So, Wings, Fortsetzung, Fragezeichen, nach dem Comic sind ein paar Bilder von den Wings-Charakteren. Alles klar, andere Seite. Und zack, hier geht's los, Leute. Guckt's euch gut an, denn ich mache schnell. Ich lasse es euch gar nicht lesen, denn, wie ich sagte, ne, ich mache ein Einzelvideo drauf. Und tschüss! Aber Sophia, ohne Scheiß, wie mega cool ist das denn, oder? Also Leute, das Comic folgt im Anschluss an dieses Video. Guckt's euch an und dann könnt ihr das hier auch besser angucken und lesen. Es ist besser, wenn ihr das alles als Einzelbilder seht, als wenn ich das hier einfach nur grob durchschaue. Glaubt's mir, ist viel, viel besser. Und ich weiß es auch zu würdigen. So, dann haben wir hier die einzelnen Charakter. Die kann ich euch schon mal zeigen. Hier hat sie auch die Nummer hingeschrieben, Nummer 4. Shadow. Nochmal ein Shadow und Lichtwächter von Wings. Letztes Mal war ja auch einer dabei. Ehemaliger Wächter vom Schatten. Sehr cool. Vielleicht baue ich das auch noch mit in das Comic ein. Auf jeden Fall super gezeichnet. Guckt es euch an. Wir haben hier so eine Art, ich würde ja sagen, so eine Art Unipack. Ne? Eine Mischung zwischen Einhorn und Pegasus. Und das hier sieht aus, als ob es Hörner wären. Dann hat es auch noch ganz spitze Ohren. Und hier diesen Schweif, so ein Stachelschweif oder sowas. Das ist mega hammermäßig cool. Könnte auch noch ein Greif mit drin sein, ne? Von dem her. Klasse. So, dann haben wir hier als nächstes, ich soll ja schneller machen, Florasia, 3. Lichtwächter, weiblich, Reh- und Drachenhybrid, sehr gut, wurde nach Agnaurl getötet. Wächter überleben, Vegetation, Tiere. Ach Leute, ist so goldig. Guckt euch das an hier. Das Geweih, ein Hörnchen und hier Pfotenhufe. Ist das nicht goldig? Ah, das ist ja hammermäßig süß gezeichnet. Klasse. Absolut klasse. Muss man erstmal so hinkriegen, ne? Das ist Fantasy pur. Der Wahnsinn. So, dann haben wir hier als nächstes die Nummer 6. Oh, wenn ich es nur aussprechen könnte. Aguarol oder Aguarok? Aguarl. Ich krieg's nicht über die Lippen, keine Ahnung. Zweitens, Lichtwächterin wurde von Shadow als erstes umgebracht. Oh mein Gott, weiblich, Wächter über Wasser. Ja, hat sie schön angedeutet mit diesen Bläschen hier. Und hier hat sie Panzerung angedeutet hier auf dem Kopf. Das ist ein übrigens super schöner Kopf und hier hat sie irgendwie eine Krone auf, ne? Wie es aussieht. Klasse, schön die Mähne hier gezeichnet, die Flügelchen. Schöne Pose, hier aufsteigen, gefällt mir sehr gut. Und selbst die Flügel haben hier eine Panzerung, ne? Kann man sehr schön sehen. Also auch eine super schöne Zeichnung und sie hat es halt wirklich direkt aus Papier gemalt, ne? Mit Bleistift ein bisschen vorschraffiert und dann hier Feinliner, zack, zack, zack. Und fertig, super Teil, echt klasse. Und ja, schade, dass ich schon das nächste Bild mache, aber ich soll ja schnell machen, ne? Dann haben wir hier die Nummer 7, ein Nightmare oder eine Nightmare. Kann man tatsächlich in allen möglichen Betonungen aussprechen, weil das gibt es so ziemlich in allen möglichen Sprachen. Ist interessant, ne? Tochter von Starlight und Shadow, ausgewachsen. Toll, oder? Und das Näschen, total putzig. Oh mein Gott. Ja, natürlich hast du dich gesteigert. Ich meine, dafür, dass du es ganz, ganz schnell gemalt hast, ne? Ich meine, was will man da sagen? Super Skizze, daran kann man sich orientieren und danach macht man einfach als nächsten Schritt eine richtig gute Feinzeichnung. Sehr schön. Also super originell, gefällt mir hammermäßig gut. Die kurzen Füßchen, die greifen
eigenartigen Füßchen und auch der Schweif hier. Sehr harmonisch, tolles Fantasy-Tierchen. Also wenn dir das hier komplett alleine eingefallen ist, Respekt, Respekt. Liebe Sophia, Respekt. So, jetzt kommen einfach Bilder. Alles klar? Andere Seite. Sehr schön. Okay, Free Fly, freier Flug. Also mir gefallen deine voluminösen Flügel, auch die Stellung, die Pose hier, ne? Dieser gekrümmte Körper mit diesen Stacheln auf dem Rücken und der Schweif, wie er hier von hinten nach vorne kommt. Super gezeichnet, klasse. Hat so eine Art Stierkopf. Auch die Proportionen gefallen mir hier wirklich super gut. Ne? Man sieht auch an der Zeichnung, an der Vorzeichnung, die Flügel wahrscheinlich erst ein bisschen nach oben gerichtet, dann lieber doch nach vorne. Ja, sieht aus wie eine Konzeptzeichnung. Super gelungen. Ganz, ganz tolle Charaktere. Kann mich nur wiederholen. Ach, Aquaorb. Aquaorb heißt es. Kann es sein? Gott, was lese ich die ganze Zeit? Aquaorb. Zumindest der Name würde für mich Sinn machen, ne? Alles klar. Aquaorb heißt so viel wie Wasserkugel, ne? Ach, du liebe Zeit, Rupi. Wow, du wirst alt. So, Zeichnung Nummer 9. Hier haben wir Yoki weiblich. Ja, das ist mein Charakter. Guckt euch den Smiley an. Cool, ne? Hier, Peace-Zeichen. Sehr gut. Und sie hat einen Schal hier um. Guckt's euch an. Total nett gezeichnet. Das erinnert alles so an so Konzeptzeichnungen von irgendwelchen Zeichentrick-Studios, bevor man hier die Reihenzeichnungen draus macht. Ne? Also von dem her, das ist schon cool gemacht. Die Proportionen sind absolut bombig, auch wie du hier die ganze Figur aufbaust. Die Beine hier, das sind schon alles so, ja, Zeichentrick-Studios. Machst du gern Zeichentrickfilme? Könnte sein. Also, cooler Charakter. Yoki. So, als nächstes, ich muss ja schnell machen, ne? Haben wir Gladur, isländisch froh. Netter Kopf, ganz einfach gezeichnet. Große liebe Augen, nette Schnäuzchen und Hörnchen. Yay, super. Als nächstes haben wir hier die Nummer 11 und hier haben wir Dekos. Ja, was ist los mit Dekos? Ich kann es euch nicht sagen. Irgendwie im Mund splittert da irgendwie was. Hochdramatisch auf jeden Fall, ne? Riesenauge mit großen, etwas weinerlichen Pupillen. Zumindest glasiger Blick ein bisschen. Ist das Wut? Ist das Verzweiflung? Schreibe ich mir gerne in die Kommentare. Als nächstes haben wir hier nochmal Dekos. Dieses Mal komplett zu sehen, auch mit einer ganz anderen Stimmung. Hier Dekos. Ich kann nicht viel hierzu sagen. Ist einfach nur ein Drache, obwohl ich finde, dass die Proportionen ganz gut geworden sind. Ja, das sind sie wirklich. Gefällt mir sehr gut. Finde ich auch witzig, dass du da noch ein bisschen Schattierung mit reingebracht hast. Sehr schön. Vor allem ganz ruhig und entspannt im Gegensatz dazu, ne? Okay, alles klar. Rückseite haben wir nichts drauf. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Wieder ein kurzes Comic? Oder einfach nur unterschiedliche Charakter? Feuerzahn, alles klar. Lebt in Vulkanen, sowas entsteht, wenn mir langweilig ist. Ja, aber das sieht gut aus, wenn du mich fragst, ne? Das ist so irgendwie auch so ein Mischwesen. Auf jeden Fall sehr interessanter Unterbispo, die Zähne sind der Hammer. Dann haben wir hier Feira. Feira, eigentlich eine böse Frau, wurde aber als Strafe verwandelt. Schlangenartiges Wesen mit Hundeohren. Ah, okay, ich hatte eine 1 hingemacht. Das hier ist ein Hundeohr. Schlange mit Hundeohr. Klasse. Ja, super Idee. Ich meine, hallo? Ist doch der Burner. So, dann haben wir die Nummer 3 hier. Slimy, davon habe ich geträumt. Es hat mich umarmt. Ja, why not? Das entsteht, wenn mir mitten in der Nacht eine Idee zum Zeichnen kommt. Sehr schön. Habe ich auch schon mal gezeichnet, aber ich sag dir, das war eher ein bisschen gruselig, ne? Ja, also Slimy, immer gut. So, dann haben wir hier noch die Nummer 4 und zwar Psyma. Auch in meiner Langeweile entstanden. Er ist wie ein Räuber, hypnotisiert Opfer, lebt in Höhlen, deshalb keine Augen. Keine Augen? Ist das kein Auge hier? Nein? Oder soll es eine Augenhöhle sein und keine Augen drin? Aber dafür ist hier noch ein kleiner Lichterglanz. Also für mich sieht es aus wie ein Auge hier mit einem Krönchen sogar, ne? Und Flügelchen. Ja, sehr cool. Ja, toll, was du in deiner Fantasie alles so zusammenträumst. Ist doch super. Na, dann wird's dir doch im Schlaf nie langweilig, oder? Cool. Als nächstes haben wir hier Goodnight Prince. Ja, auch wieder zwei ihrer Charaktere. Allerdings sieht es mir hier eher aus, nicht wie eine nette gute Nachtgeschichte, sondern einfach wie ein Kampf, ne? Guckt euch das an. Das ist schon übel krass, sieht aus wie Wunden etc. bla bla bla. Die Krallen hier alle ausgefahren und das sieht aus wie...
Alter, ich hab dich und das hier. Ach du Schande, ne? Ja, krasses Bild, muss man sagen. Aber, hier haben wir auch noch einen Text. Story. Böser Onkel tötet angeblich Prinzen. Zukünftiger König wird selbst böser King. Irgendwoher kenne ich das doch. Ja, ganz genau. Alles klar. Ja, sehr schön. Das finde ich ja voll lieb, dass du mir hier deine Konzeptzeichnungen schickst. Finde ich toll. Und ich fühle mich geehrt. Also vielen lieben Dank dafür. Als nächstes kann man hier die Nummer 15. Skullhead, also Kopfschädel. Hier haben wir eher so ein Wesen mit einem toten Kopf, mit einer, ja, so einer Art Mähne, kann man das sagen. Auch so ein Mischwesen. Also gefällt mir wirklich super gut, mega originell. Was hat sie geschrieben? Ich wollte ihn lieber so lassen, also kein Nachfahren mit Filzi. Name Skullhead, Schädelkopf, Alter, Fragezeichen. Auffälligkeit, Schädel auf Kopf, keine Augen, Hasenohren, plumpiger Körper, punktartige Musterung, türkises Haar. Also in dir baut sich ja eine fantastische eigene Fantasy-Welt auf, ne? Mit entsprechenden Wesen. Also gefällt mir alles sehr, sehr gut. Die Ideen sind toll. So, dann kommt hier jetzt das krasse Gegenteil und zwar Katzis. Yay! Die lasse ich mal so, wie sie sind. Ja, das ist sehr gut. Hier haben wir eine spielende Katze hier. Die spielt mit irgend so einem Bömmel, der von oben kommt. Schwänzchen goldig gerollt. Hier haben wir zuckersüße Augen mit Schnäuzelchen. Hier eine ganz liebe Katze. Das ist so eine typische Haltung. Dann auch das hier total lieb gezeichnet. Sitzende Pose und hier eher ein bisschen launisch. Sehr gut. Das hat mich ein bisschen an die Katze, die mich hier gerade jeden Tag besucht. Ne? Ich sag ja, mich besuchen teilweise unfassbar viele Tiere in meinem Büro, denn ich habe einen Zugang direkt zum Garten und da streift hier weiß Gott was alles vorbei. Letztes Jahr ist sogar ein Hase vorbeigehoppelt. Mein Gott. Eichhörnchen, Krähen, Elstern, Amseln und auch mal eine Spitzmaus, ne? Alles dabei. Goldig. Vor allem sieht man auch schön, wer hier ein bisschen aufmerksam zuschaut, wie sie ihre Figuren hier aufbaut, ne? Kopf ein Kreis, Körper eher ein Oval, den Rest könnt ihr zuzeichnen und zack, habt ihr ein Kätzchen, ne? Sehr schön. So, dann, och, gotische Zuckersüß hier. Cat, einfach nur ein kleines Kätzchen. Grins. Oh, guckt euch an. Ist das nicht süß? Ein schlafendes kleines Kätzchen mit so ein paar Streifen, ne? So ein Haustiger. Goldig. Goldig getroffen. Goldiger Blick. Goldiges Kätzchen. Hier, guckt euch an. Klasse. Boah, schon die Zeichnung Nummer 17. Das ist ja der Hammer. Was haben wir als nächstes? Oh, jetzt wird es wieder Fantasy-mäßig, oder? Hammer. Earthcatcher, also der Erdjäger. Okay, hier haben wir einen Erdhügel. Ist das irgendwie seine Behausung oder ist das die Behausung von diesem, ja, Fantasy-Vogel? Wie auch immer, auf jeden Fall, der Blick ist absolut witzig und das Schweifende sieht irgendwie aus wie ein Tierchen, ne? So wie ein Käferchen oder sowas. Und ja, der Vogel ist neugierig und ich möchte nicht wissen, was er dann mit dem Vögelchen hier macht, ne? Also auf jeden Fall sehr interessant, coole Idee. Das ist Fantasy pur, ne? Klasse. Muss immer ab und zu wieder hinten drauf gucken, nicht, dass ich da was verpasse. So, dann haben wir hier Nummer 19. Perfektes Team. Earthcatcher und Baller. Ist, was? Heißt es italienisch? Italienisch mit E? Schreihals. Also, was haben wir denn hier? Vergräbt sich in Erde, Schwanz guckt raus, bewegt Schwanz, Tiere, Beute wird angelockt, da unter Erde angewiesen auf Baller. Schwanz sieht aus wie, was, Virusraupe, beliebte Beute, ne? Lag ich gar nicht so schräg mit Beutetier. Dann haben wir hier diesen, ja, hahnähnlichen Kopf. So, und hier geht's weiter. Wenn Erdjäger unter Erde und Beute kommt, schreit er so, dass Erdjäger hört und angreift. Angreift, kriegt Teil von Beute ab. Okay, hier, Bull, Bull, dann hier andere Seite. Ja, jetzt ist mir das schon klar, Das ist so eine, also die beiden hier arbeiten zusammen. Das ist ein Team. Das heißt, er lockt quasi Beute an, damit sie letztendlich zu seinem Schwanzspitzen hier finden, ne? Und dann sieht das Ganze hier so aus. Er lockt, hier haben wir das Beutetier, hier haben wir den Köder. Und guckt euch den Blick hier an, ne? Wisst ihr Bescheid? Raffiniert, das erinnert mich an diesen, wie heißt er, dieser komische Honigvogel. Da gibt es irgendwie so einen Vogel,
der führt immer Leute zu Bienen oder auch Bären oder irgendwelche andere Tiere, die halt dann die Honig von Baum holen können, ob das Menschen sind, andere Tiere, vollkommen egal. Dann kommt er so gesehen auch noch zu seinem Honig, ne? Übrigens, klasse. Der Blick ist absolut klasse. Und hier, dieses Tippsen mit der Hand auf die Schwanzspitze hier, das ist ja der Knaller. Also das ist super cool gezeichnet, wirklich. Und tolle Idee, gefällt mir sehr, sehr gut. Klasse, also wow, deine Fantasie ist der Hammer, ne? So, dann haben wir als nächstes, hier geht's weiter mit Fissel. Diesen Baby-Dino habe ich in einer Mathestunde kreiert. Den Namen hat er von meiner Freundin bekommen. Mal was Süßes zwischendurch. Ja, der ist absolut goldig. Fissel, okay. Dino mit Haaren, denn hier steht Haare. Dann hat er hier ein Ohr, ein kleines Loch. Dann leichtes, spitzes Maul. Total süß. Hier Pfoten, Füße und hier Schwänzchen mit Haarbüschel. Ist das nicht süß? Klasse Idee. Ja, vielleicht für eine neue Dino-Serie. Wobei für mich das hier schon wieder leicht irgendwie einen Drachencharakter hat, ne? Kann dir nicht sagen, warum, aber erinnert mich doch leicht an Drachen. Dino-Drachen, wie auch immer. Cool. Ah, genau. Also hier Fissel und hier haben wir wupp, die Weiterentwicklung von Fissel. Hier schon ein bisschen mehr Haargel. Voll der Rambo-Blick, also ein Halbstarker. Hier schreibt sie, Pokémon, Ausrufezeichen, nö, einfach nur der Bruder, Fassel. Ach so, das ist der Bruder von Fissel, der heißt Fassel. Klasse, ja, sehr kreativ. Mal schauen, vielleicht male ich mal die ganze Familie. Sehr gut. Fissel, Fassel und Fussel. Der könnte dann so aussehen, ne? Fussel, yay. Okay. Wow, mega viele Zeichnungen, aber es soll ja alles in ein Video unterkriegen, ne? So, dann hier haben wir Spaßzeichnungen. Hier, ihr Fantasywesen findet hier Kekse, ne? Keksdöschen, super. Übrigens, die Ohren sind einfach klasse. Was für goldiges, süßes Wesen. So, also dann, es nimmt die Dose mit Kekse. Hier gibt es ein kleines Fragezeichen. Warum? Was ist mit den Keksen? Seltsam. Dann hier, erschrockener Blick. Das ist ganz, ganz toll getroffen, die Zeichnung. Super, super gut getroffen. Der Hammer. Ich meine, besser kannst du es gar nicht darstellen, ne? Und hier, wer hat meine Kekse gegessen? Voll wütend. Und was? Rupi als Drache. Sehr gut. Was steht hier? Mip? Sorry. Das ist ja der Hammer. Ein Rupi-Drache mit Locke, ich schmeiß mich weg. Ja, sehr gut. Also ganz, ganz tolle Studien. Sehr schön gezeichnet. Ja, und da fragst du mich, ob du dich weiterentwickelt hast. Ich meine, das sind nur Skizzen, überhaupt kein Thema. Aber die Emotionen, wie du die hier getroffen hast, das ist absolut super gemacht. Klasse. Also von mir kriegst auf jeden Fall eine Bestätigung. Das ist definitiv eine Weiterentwicklung. Super cool. Muss man erstmal hinkriegen, ne? Sehr schön. Ach du liebe Zeit, was kommt denn jetzt? Nummer 23. Jetzt ein paar Dinos. Carnotaurus. Oh, übrigens finde ich goldig, ne? Alles so im Comic-Style. Ein richtig lieber Kano. Aggressiv, aber total lieb. Guckt euch das an. Burner, oder? Und hier hat sie irgendwie so ein Band drumherum gemacht. Vorsicht, müssen 6 Stück sein. Also dann hole ich die alle mal raus hier. So, das tue ich auf die Seite. Also der Kano ist klasse. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Proportionen. Dann hat sie hier wieder Nummern draufgeschrieben. Ja, hier, Moment. Dimetrodon, ne? Auch ein ganz weiches Köpfchen und ja, sieht irgendwie auch wieder ein bisschen aus wie so ein Mischwesen, ne? Nicht so typische Echse, sondern das hier sieht eher aus wie ein Säugetier. Also ein Tierchen mit Fell und dann halt hier dieses Segel auf dem Rücken. Auf jeden Fall eine witzige Interpretation. Auch das ist eine super coole Idee. Gefällt mir gut. Dimetrodon. Dann haben wir hier die Nummer 2. Hier haben wir einen Brachiosaurus Langhals. Ach, das hat sie so gezeichnet. Brachio zeichnet sich ja aus, dass er hier noch so ein extra Hübel oben hat, wo auch die Nasenlöcher ganz weit oben sitzen. Und hier hat sie das Öhrchen hingemalt. Nase hat sie hier vorne gemalt. Also ganz weich, ganz zart gezeichnet. Goldig. Ist gar nicht dinosaurier-typisch. Gefällt mir sehr gut. So, als nächstes hat sie hier einen Plesiosaurus gezeichnet und gleich mal hier
Nessie hingeschrieben, denn wir haben hier so ein Wasserdino und der jagt hier gerade, ja, urzeitliche Fische. Guckt es euch an. Auch das ist ein total süßer Kopf, obwohl sie ordentlich Zähne hat, wirkt Nessie hier total süß. Die Stellung ist ja klasse, ne? Also hier voll in der Schwimm-Action gut getroffen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Total süß. Mein Gott, du hast echt drauf. Dann haben wir hier Pterosaurus, also ein Flugsaurier. Hier sogar schön das Fell am Bauch angedeutet. Und sehr originell, die Füße scheinen hier mal nicht mit den Flügeln verwachsen zu sein. Auch das gefällt mir gut. Schöne Zeichnung, originell und ach Gott, ist ja total goldig. Triceratops, Mama, und hier haben wir das Baby, was hier mit einem Schmetterling spielt. Ist das nicht zuckersüß gezeichnet? Oh mein Gott, das ist ja nur lieb. Ist ja nur lieb. Klasse. Also so Zeichnungen wünscht man sich doch manchmal in einem Kinderbuch drin, oder? Also toll, ganz, ganz toll. Mega putzig, echt. Wow, also ganz, ganz toll. Super, 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 super. Wow, als nächstes hat sie hier ein Duell gezeichnet, und zwar T-Rex gegen Velociraptor. Klasse, oder? Das ist richtig, richtig cool. Die Stellung von dem T-Rex hier, ne? So, oh, ich hab's dich gleich, aber geht so ein bisschen zurück, denn der Velo, der ist nicht zu verachten, ja? Dem hat sie Haare gemalt oder Federn, wie auch immer ihr das interpretieren wollt. Auf jeden Fall klasse. Auch das ist eher so ein bisschen Mischwesen, ne? Aber super gut. Also das Aggressive hast du voll drauf. Ich sage ja überhaupt, die ganze Mimik, die ganze Aussage von deinen Skizzen, es sind ja nur Skizzen, aber ist echt klasse, gefällt mir sehr, sehr gut. Ach, ich bin so stolz auf euch, Leute, auf alle, die mir hier was schicken. Ich finde es so toll, zu sehen, wie ihr euch entwickelt, wie es hier weitergeht, was euch einfällt. Total verrückte Sachen und so, so toll gezeichnet, lauter Talente, der Wahnsinn. Ich hoffe, du hast dir von allem Kopien gemacht, denn das ist schon, also toll, fantastisch. So, als nächstes kommen wir hier mal wieder zu Drachenzähmen leicht gemacht und, sehr schön. Hier seht ihr einen Tagschatten, Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall weiblich, das ist ja nicht zu übersehen, ne? Hier hat sie drauf geschrieben, Day Fury, alles klar, ganz süße, große Augen, auch das hier alles schön weich gezeichnet und ja, total elegant, klasse. Und hier haben wir den Nachtschatten ohne Zähnchen, der natürlich mega neugierig, mit Herzchen in den Augen, ne? Sehr gut. Ja Mensch, ich gönn's ihm wirklich, dass er eine Freundin kriegt, ich gönn's auch ihr, dass sie vielleicht einen netten Freund kriegt. Und ich würde es vor allem beiden gönnen, wenn ohne Zahn mal ohne Higgs mit ihr eine Runde drehen könnte, ne? Also ich bin sehr gespannt auf den dritten Teil. Ihr denke ich mal auch, ne? Ja, lassen wir uns überraschen. Meine Güte. So, wir kommen langsam aber sicher zum Ende. Ich glaube, 3 oder 4 Bilder sind es noch. Hier haben wir Sweetie, ein Dragon X Hybrid. Ist das nicht absolut Sweetie? Ja, treffender kann man es gar nicht sagen, ne? Super schön. Eine Mischung, ja, kann man sagen, Drachen und Pony oder so irgendwie, aber ist doch absolut passend, ne? Goldig, diese Hörnchen hier und diese schöne Mähne, ganz toll gemacht. Er hat sie extra noch Stein geschrieben, wo sie hier dagegen stützt. Oh, sie, ich hab sie gesagt, also wirkt wie ein Weibchen, wenn er mich fragt. Total süßer, lieber Blick. Das Muster gefällt mir sehr, sehr gut. Wahnsinn, das sieht aus wie eine fix und fertige Zeichentrickfigur. Jetzt mal ohne Scheiß, ja? Also du hast voll drauf. Ich sage ja, ob du es jetzt komplett selbst erfunden hast oder auch abgezeichnet, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Toll finde ich halt die Umsetzung. Ich glaube dir das schon, dass du das selbst erfunden hast. Überhaupt kein Thema. Toll finde ich die Umsetzung. Es wirkt alles total locker, total weich, fantastisch. Das ist sehr harmonisch, von den Proportionen her, auch von dem, ja, wie soll ich sagen? Es wirkt sehr natürlich, auch wie die Hand hier noch ein bisschen auf dem Bauch liegt. Die Hand, die sich hier ein bisschen abstützt. Das Beinchen, dieses angewinkelte. Der Schweif, der hier hochschaut. Und in Verbindung mit diesem Muster, was ja auch so eine fließende Bewegung hier hat. Also das ist fantastisch. Mit eines deiner besten Bilder, die ich heute hier gesehen habe. Und du hast verdammt viele gute Bilder hier in diesen Umschlag gepackt. Also allergrößter Respekt. Tut mir fast weh, hier die Bilder so schnell durch zu
sichten, ja, also weil das hat wirklich Aufmerksamkeit verdient, ne, ganz, ganz großartig. So, ohne Zahn, gib mir mein Blatt zurück, ruft Rupi. Ach du liebe Zeit, nein, Skandal, Leute, was soll ich noch machen? Mein Blatt, oh mein Gott, kann ich gar nicht aus dem Haus gehen. Super, ich schmeiß mich weg. Hier, noch ein Bild. Oh Gott, goldig. Guck mal, so gucke ich gerade, von lauter Begeisterung. Was, Sturmis Magen? Hat mich Sturmpfeil verschluckt? Ich schmeiß mich weg. Sturmpfeil, du solltest das Hähnchen essen, nicht mich. Ist ja cool. Klasse. Ja, warum nicht, ne? Ja, das erinnert mich sehr stark an mich, ne? Weil... Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich irgendwo essen gehe und ich kriege einen Teller voll mit irgendwie, ja, Essen, dann fange ich immer mit dem an, was mir am wenigsten schmeckt. Ja, also ich arbeite mich dann bis zum Leckersten hin, weil das ist dann das Leckerli, das ist dann die Belohnung. Das Beste hebe ich mir immer bis zum Schluss auf und das ist in diesem Fall die Hähnchenkeule. Also das Schlechte zuerst und dann das Gute. Super. Übrigens, sehr, sehr gut getroffen. Ich bin begeistert. Oh mein Gott. So tolle Zeichnungen, echt. Sophia, du bist der Knaller. Du bist der absolute Oberknaller. So, so geil. Also, beide Daumen nach oben. Ne, auch dieser Gesichtsausdruck hier wieder. Ne? Das, ich meine, das sagt ja alles. Ja? Der Oberkracher, wirklich. So, dann kommen wir hier zum letzten Bild. Und das hier... hat sie Dreaming Star genannt. Das ist ihr Lieblingsbild, okay? Ja, sehr interessant. Auch hier wieder ihr Fantasy-Wesen. Anders kann man es gar nicht sagen. Hat sie hier ein bisschen mit Bleistift schraffiert, schattiert, sogar ein bisschen verwischt. Ein ganz lieber Blick. Und hier hat sie auch als Pupille so wie eine Art Stern reingezeichnet. Kann man gut sehen, ne? Dann hier auch so ein eher... Punktemuster, was hier die Mähne entlang geht, den Hals, die Öhrchen gefallen mir unglaublich gut. Und das hier kann ich gar nicht richtig interpretieren. Ist ein Krönchen oder sind es Hörnchen? Ich kann es nicht wirklich interpretieren. Auf jeden Fall ein sehr schönes Fantasy-Wesen. Dreaming Star, ja, das steht für deine Zeichnungen. Die sind wirklich fantastisch geworden. Oh mein Gott, ich bin hier tatsächlich am Ende. Liebe Sophia, also das, was du mir hier geschickt hast, ist fantastisch. Ja, du bist sehr weit mit deinen Zeichnungen. Ich sag ja, alles nur Outline-Geschichten, Scribbles, Skizzen. Aber die Stimmungen, die Posen, die Gefühle, die du damit eingefangen hast, die sind wirklich top. Sind wirklich, wirklich top. Ja, das ist das... Dann leben auch Zeichnungen, ne? Dieser ohne Zahn, der hüpft hier total fröhlich durch die Gegend. Das nehme ich dem hier ab, ne? Dieses kleine goldige Wesen, Sweetie. Wunder, wunderschön gezeichnet. Auch wenn es nur eine einfache Outline-Zeichnung ist. Es ist großartig, ultra harmonisch, ganz toll. Man merkt, du sitzt da wirklich mit Gefühl dran, ne? Genauso die beiden. In deinem ganz eigenen Stil gezeichnet. Ist doch super, schön. Dann auch die Dinos hier, klasse. Das ist so zuckersüß, die beiden, unfassbar. Pteranodon, dann hier der Plesiosaurus, voll in Bewegung. Ganz, ganz lieber Brachiosaurus. Dann die Metrodon, so habe ich den noch nie gesehen, ja? Das hier wäre ein Carnotaurus direkt aus dem Kinderbuch. Wirkt gefährlich, aber nicht böse. Das ist toll, das muss man erstmal hinkriegen. Und hier sieht man es halt absolut megamäßig gut. Dein Umgang mit Gefühlen, die Mimik und so weiter und so fort, ne? Das ist... Rupi-Drache, schmeiß mich immer weg, ne? Ganz, ganz toll, wirklich ganz toll. Fassel, Fissel, als nächstes kommt ein Fussel, freue ich mich drauf. Dann auch eine tolle Idee mit den beiden hier, ne? Das perfekte Team und wie sie hier andere hinters Licht führen. Der Blick, Leute, guckt euch das alles an. Also kann man wirklich was draus lernen und darum... stelle ich eure Post auch so gerne vor. Jeder hat von euch irgendwas, wo andere was mitnehmen können. Sie weiter auf den Weg bringen, wenn man den gerne zeichnet. Ne? Auch total goldig. Kleines Kätzchen,
dann hier mehrere Studien von einer Katze in verschiedenen Stimmungen und Stellungen. Sehr gut. Dann hier auch, ne, Fantasy pur, der Schädelkopf, dann Good Night Prince. Eigentlich ein sehr, sehr tragisches Bild, wenn man so sehen möchte. Dann hier ein paar verrückte Fantasy-Tiere, teilweise auch aus ihren Träumen, ganz großartig. Dann Dekos. Ein Drache, komplett anders gemalt, aber jeder wird sofort als Drachen erkennen. Finde ich super. Dann hier auch wieder schön Gefühl eingefangen, Gladur. Dann haben wir hier wieder Yoki, ne? Yay, auch cool geworden. Aqua-Orb, gut, dass ich es tatsächlich noch lesen konnte. Ich glaube, ich saß echt auf der Leitung. Dann Florasia, so, so goldig. Echt, also der Hammer. Dann Shadow, alles Figuren aus dem Comic. Das Comic werde ich noch in einem extra Video hochladen, gleich anschließend. Könnt ihr euch dann noch in aller Ruhe anschauen und durchlesen. Das geht viel besser, als wenn ich es euch hier so kurz zeige. Also freut euch drauf, kommt als Einzelvideo und es lohnt sich wirklich anzuschauen. Coole Geschichte. So, und auch nochmal vielen lieben Dank für deine netten Zeilen, für die Wahnsinnszeichnungen. Also wieder ein Wahnsinnsumschlag. Der Hammer. Also vielen, vielen lieben Dank an dich. Tausend Dank. Ganz, ganz großartig. Hast mir echt eine Freude gemacht. Ja, und so wie es anfing, möchte ich hier auch wieder schließen mit diesem toll gemalten Umschlag. So, so lieb. Toll. Also man merkt, dass du mit ganzem Herzen beim Zeichnen mit dabei bist. Behalte dir das unbedingt. Mach weiter so. Weltklasse. Und das mit 13 Jahren, Leute, das muss man sich immer mal vor Augen halten. Der absolute Oberkracher. Also, liebe Sophia, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für deine Mühe, für deine Zeit, für diesen wunderschönen Brief. Ich freue mich tierisch. Das Comic folgt in einem extra Video, kann man sich drauf freuen. Ich bedanke mich bei allen hier fürs Reinschauen. Ganz, ganz viele liebe Herzele an die liebe Sophia. Freue mich, wenn ich irgendwann mal wieder was von dir höre. Ganz, ganz, ganz toll. Ja, und damit sage ich wie immer, ciao, tschüsschen, winke, winke. Bis zum nächsten Mal, euer Ropi. Yay. Yeah.